Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine neue Methode zeigen, wie ihr durch Wände könnt. Und zwar könnt ihr zum Beispiel hier wieder hinterm Teleporter gehen oder durch viele andere Wände auch. Ihr braucht dafür den Slider Perk, Leute. Dann geht hier oben drauf. Jetzt müsst ihr nach vorne springen und sliden, Leute. Aber kurz bevor ihr anfängt auf dem Boden zu sliden, drückt ihr die Pause-Taste und ihr hättet so für 2 Sekunden gedrückt. Und dann lasst ihr die Pause-Taste los. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann seid ihr hier hinter der Mauer. So, Leute, ich zeige euch das Ganze jetzt noch einmal. Also, ihr nehmt Anlauf, slidet, Leute, und kurz bevor ihr auf dem Boden anfängt zu sliden, drückt ihr die Pause-Taste für so 2 Sekunden und dann seid ihr hinter der Mauer. Wie gesagt, Leute, diese Methode könnt ihr auf jeder Map machen und an verschiedenen Orten. Hier ist zum Beispiel auch nochmal ein Spot auf den Lagerbereich. Der funktioniert halt genauso, Leute. Ihr nehmt Anlauf und dann kurz vorm Sliden, also ihr springt hoch und slidet, und kurz vorm Sliden müsst ihr dann die Options-Taste drücken für 2-3 Sekunden oder so, und dann müsst ihr irgendwann dann hinter die Map buggen. Also Leute, eigentlich ist das ganz einfach, und das Coole daran ist, es gibt eine Menge Spots, wo man das machen kann. Ich kenne noch nicht alle Spots, aber ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, ob es noch bessere Spots gibt, wo man noch leichter reinkommt oder wo man die Zombies noch schneller farmen kann. So, ansonsten war es das auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch gerne meinem Discord joinen. Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr es mir doch zeigen, indem ihr ein Like und einen Kommentar da lässt. Und für all die, die nichts mehr auf meinem Kanal verpassen wollen, könnt auch gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.